Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch mal eine Smartwatch vorstellen. Und zwar ist das Modell hier aus China. Das ist die DZ09 für unter 20 Euro. Ich habe dafür 17,50 Euro bezahlt. Hier möchte ich euch das kurz zeigen. Hier habe ich mir die Uhr gekauft bei Amazon. Ich verlinke euch das unten mal. Und ich hatte ja neulich eine Smartwatch auch getestet, die teurer war. Die kostete 80 Euro. Und mit dem Modell war ich recht zufrieden. Und nun habe ich gedacht, geht es vielleicht auch noch eine Stufe nach unten? Was taugen eigentlich Smartwatches für unter 20 Euro? In dem Fall hier 17,50 Euro. Ich habe so ein bisschen rumgeguckt und bin halt bei dieser DZ09 hängen geblieben. Ich habe auch Bewertungen bei Amazon gefunden, teilweise mit 5 Sternen, wo die Leute wirklich begeistert waren. Und da habe ich mir die Uhr bestellt. Und dann ist sie halt angekommen, hier in so einer Pappschachtel. Das ist nichts Spektakuläres, das ist wirklich günstig gemacht, aber im Prinzip auch egal, weil es kommt auf die Uhr drauf an. Auch hier die Bedienungsanleitung ist günstig gehalten, auf Chinesisch und Englisch. Aber wer ein Smartphone bedienen kann, kann auch hier diese Uhr bedienen. Wenn man die Sprache auf Deutsch umgestellt hat, lässt sich das im Prinzip alles ziemlich leicht rausfinden. Hier mal ein kleines USB-Ladekabel, auch das ist sehr kurz gehalten. Hätte meiner Meinung nach etwas länger sein können, aber gut, meistens hat man sowas zu Hause auch noch rumfliegen. Und wo es drauf ankommt, ist ja hauptsächlich hier die Uhr. Und da muss ich sagen, als ich die ausgepackt habe, fand ich sie erstmal recht gut. Sie ist meiner Meinung nach ganz gut und stabil verarbeitet. Es war eine Schutzfolie noch drauf auf dem Display, die habe ich allerdings abgezogen, da ich es etwas umständlich fand, den Touchscreen zu bedienen. Da wollte ich eigentlich erst später zu kommen. Es ist so, dass er manchmal nicht richtig reagiert und das ohne Schutzfolie komischerweise sogar etwas besser funktioniert. Aus dem Grund habe ich sie halt abgemacht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich mal so ein bisschen durch die Funktionen der Uhr. Ich zeige euch so ein bisschen auch das Menü, wie man sie bedient. Und dann erzähle ich dazu, was ich jetzt für Erfahrung mit der China Smartwatch für unter 20 Euro gemacht habe. Ja, und hier könnt ihr die Uhr mal aus näherer Distanz sehen. Wie ich finde, sieht sie ganz gut aus. Also am Design gibt es nichts zu meckern. Hier haben wir eine Digitalkamera drin. Die Qualität ist olala, muss man sagen. Da habe ich allerdings auch für so eine Uhr nicht mehr erwartet. Das ist in Ordnung. Hier haben wir den An- und Ausknopf und womit wir auch nachher die Uhr wieder entsperren können. Ich habe jetzt hinten hier mal den Gehäusedeckel abgemacht. Den kann man ganz einfach mit dem Fingernagel abziehen. Und hier kommt die SIM-Karte rein, hier können wir eine Speicherkarte einlegen. Ich muss allerdings sagen, meine SIM-Karte ist leider nicht erkannt worden über die Uhr. Und ich dachte erst, ich würde es vielleicht nicht richtig einlegen, weil es ein bisschen fummelig ist. Oder meine SIM-Karte funktioniert vielleicht nicht richtig. Deshalb habe ich das bei der anderen Uhr noch ausprobiert. Da hat es funktioniert, also liegt scheinbar hier in dem Fall an der Uhr, dass meine SIM-Karte nicht erkannt wird, was ich recht schade finde. Denn so kann ich meine Uhr letztendlich nur via Bluetooth mit dem Handy verbinden und die Smartwatch nicht autark als Telefon sozusagen benutzen, sondern bin immer auf mein Handy auch noch mit angewiesen. Aber das ist das eine. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal ins Menü der Uhr und dazu schalten wir die Uhr gleich mal ein. Zum Einschalten der Uhr halten wir hier die Taste gedrückt und dann werden wir jetzt sehen, jetzt geht die Uhr an. In der Zeit, wo sie hochfährt, möchte ich euch noch kurz hier den Anschluss zeigen. Das hatte ich euch gerade nicht gezeigt. Hier ist so eine kleine Klappe, so ein Micro-USB. Da könnt ihr die Uhr dann aufladen mit dem mitgelieferten Kabel oder ihr nehmt einfach ein anderes. Jetzt wird die Uhr hier verbunden über mein Telefon. Da können wir es sehen, akzeptieren. Ja, machen wir. Und ja, jetzt passiert auch das, was leider öfter passiert. Wir haben den ersten Verbindungsabbruch. Das heißt, ich versuche jetzt übers Telefon hier nochmal die Verbindung neu aufzubauen. Leider ist das bisher öfter passiert. Und trübt natürlich auch so ein bisschen den Spaß. Anfragen, neues Gerät, so, verbinden nochmal. Verbindungsfehler haben wir jetzt hier. Also das hat leider nicht so gut geklappt. Jetzt sind wir verbunden, wir akzeptieren das Ganze auch. Wir wollen auch synchronisieren, ne? Da wird Datum, Uhrzeit synchronisiert. Und jetzt sollte das eigentlich gleich funktionieren. Und jetzt sind wir scheinbar verbunden. Ja, das ist die Uhr. Wir sind jetzt mit der Uhr verbunden. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, hier
auf meine Kontakte zuzugreifen, auch auf meine Kurznachrichten über den Posteingang. Ich möchte euch das aber nicht zeigen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, Anruferliste, alles auch. Und ich würde sagen, wir versuchen als erstes mal mit der Uhr zu telefonieren. Dazu habe ich mir hier ein Festnetztelefon hingelegt und das rufe ich jetzt einfach mal an. Allerdings so, dass ihr auch meine Rufnummer nicht sehen könnt. Und die Nummer habe ich gewählt und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Und dann könnt ihr auch gleich mal ein bisschen hören, wie die Qualität ist. Aktuell wählt die Uhr noch, ihr könnt es hören. Jetzt nehme ich das Gespräch mal mit dem Festnetztelefon ab. So, jetzt ist der Verbindung aufgebaut. Und ja, hier könnt ihr die Qualität vom Lautsprecher hören, von der Smartwatch. Finde ich ganz gut, vor allem wenn ich überlege, dass ich hier direkt Telefon und Uhr nebeneinander habe. Das stört so ein bisschen, ihr habt es gerade gehört. Und jetzt gucken wir mal, wie das Mikrofon ist. Dazu schalte ich hier bei meinem Telefon mal auf Lautsprechermodus. Und so ist auch hier die Qualität, wie ich denke, sehr gut für Uhr. Also das Telefonieren funktioniert, da bin ich ja begeistert von, kann man sagen. Ich lege jetzt einfach mal auf. So, das Gespräch ist jetzt beendet. Also das Telefonieren funktioniert von der Qualität her auch in Ordnung. Sicherlich haben sich jetzt hier die beiden Geräte so ein bisschen gestört, aber wenn ich telefoniere, habe ich ja auch nicht die beiden Geräte nebeneinander, sondern bin in der Regel mehrere Kilometer auseinander. Also das sollte dann kein Problem sein. Also das funktioniert. Hier die Kamera möchte ich euch kurz zeigen. Jetzt fragt er Musik trennen. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich klicke hier auf die Kamera und er möchte die Musik trennen. Keine Ahnung. Ich sage einfach mal okay, wird getrennt, wird geladen. Keine Ahnung, was da jetzt wieder passiert. Das wäre jetzt die Kamera, die mit USB verbunden ist. Darüber könnt ihr ans Telefon rangehen. Und hier habe ich die andere Kamera, die Kamera, die in der Uhr drin ist. Also das heißt, hier kann ich die Uhr als Auslöser benutzen für meine Smartphone-Kamera. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wenn man jetzt irgendwie ein Selfie schießen möchte oder das Handy irgendwo positioniert und möchte da ein Foto machen, kann man das wunderbar halt mit der Uhr fernauslösen. Das funktioniert auch. Aber ich wollte euch diese Kamera hier zeigen. Hier könnt ihr das sehen. Hier einfach mal so meine Hand so drüber. Also die Qualität ist auch in Ordnung. Wenn ich jetzt hier auslöse, gut, sagt er Speicherkarte einlegen, die habe ich jetzt nicht drin, weil es am Telefon ist. Also die Uhr hat keinen internen Speicher. Das würde dann alles auf die Speicherkarte gehen. Ich hatte es allerdings vorhin schon ausprobiert, hat also auch funktioniert. Das gleiche mit Audio und Diktiergerät, auch dazu muss man die Speicherkarte einlegen. Das funktioniert aber auch alles und auch gut, muss man sagen. Und als nächstes kommen wir hier mal zu dem Schrittzähler. Der ist jetzt auf 0 runtergesetzt und den habe ich jetzt schon über mehrere Tage ausprobiert. Bin auch mal eine Strecke von wirklich 100 Metern gegangen, also 100 Schritte gegangen, habe es mitgezählt. Die Uhr hat 112 Schritte angezeigt. Das ist so eine Abweichung von etwas mehr als 10%. Finde ich aber okay für so eine Uhr. Vielleicht habe ich mich auch selber um ein oder zwei Schritte verzählt. Das kann auch sein. Also der Schrittzähler funktioniert ganz gut im Gegensatz zu manch anderer Smartwatch, wo sie leider ungenau zählt, teilweise sogar, wo aus einem Schritt zwei Schritte gemacht wird. Der Schrittzähler ist hier wirklich zu gebrauchen und mit Aktivität kann ich hier einstellen, wenn jetzt dann auch leider mein Display, das ist das, was ich meinte, manchmal nicht ganz gut reagiert. Auf jeden Fall kann ich hier eine Zeit einstellen, wie lange ich inaktiv bin, dass mich die Uhr warnt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sitzen arbeite, aber leider funktioniert das jetzt nicht, warum auch immer. Manchmal will der Display reagieren. Es ist irgendwo allgemein so, wenn man ziemlich weit oben in den Ecken ist, dass es nicht so gut funktioniert. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Das gleiche beim Schlafmonitor, wo ich hier meinen Schlaf überwachen kann. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und ansonsten hätte ich noch die Möglichkeit, mich mit Facebook zu verbinden. Das ist auch so ein Ding, jetzt geht er im Flugmodus. Das ist leider immer so, dass sich die Uhr automatisch in den Flugmodus einschaltet. Ich müsste das jetzt hier über die Einstellung erst wieder rausmachen. Das macht nämlich Telefoneinstellung, dann auf Flugmodus, Normalmodus. Leider geht die Uhr immer automatisch in den Flugmodus, wenn man sie neu startet. Das ist ziemlich schade. Und wenn ich jetzt mich hier mit Facebook verbinden möchte, sagt er, dass ich die SIM-Karte einlegen soll. Und da ist halt das Problem, meine SIM-Karte wird ja hier von der Uhr nicht erkannt. Deshalb kann ich diese Funktion nicht nutzen.
Hier haben wir sonst noch einen Schnellverbinder. Hiermit könnt ihr eine App runterladen, um mehr Funktionen mit der Uhr nutzen zu können. Das habe ich auch gemacht, aber hat leider halt in dem Fall auch nicht wirklich viel gebracht, weil für WhatsApp, Facebook, Twitter etc. muss ich halt meine SIM-Karte einlegen und das funktioniert nicht. Und damit kommen wir auch zum Ende des Videos und zu meinem Fazit. Für die Uhr habe ich 17,50 Euro bezahlt, wie ihr gesehen habt. Verlinken tue ich sie unten euch mal. Wenn ihr euch dafür auch interessiert, könnt ihr da mal nachschauen. Die Uhr funktioniert leider nur bedingt. Das heißt, meine SIM-Karte kann ich nicht einlegen. Die wird aus welchen Gründen auch immer nicht erkannt. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Bei der anderen Uhr, die ich habe, funktioniert das. Und in meinem Handy arbeitet die SIM-Karte auch. Von daher denke ich mal, dass es höchstwahrscheinlich an der Uhr hier liegt. Und ihr habt so ein bisschen gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Bei der Uhr, der Schrittzähler ist wirklich top. Der ist sehr genau für das Preissegment. Unter 20 Euro muss man sagen, da finde ich die Uhr also gut. Schlafüberwachung nutze ich nicht. Das mit den Aktivitäten konnte ich euch leider nicht zeigen, weil der Display nicht so gut reagiert hat. Das ist auch noch ein Manko, aber sicherlich für den Preis auch okay. Wenn man so ein bisschen den Dreh raus hat, kommt man auch ganz gut eigentlich damit zurecht, die Uhr zu bedienen. Das Telefonieren hat sehr gut geklappt, wie ihr gesehen habt. Da bin ich begeistert von. Allerdings funktioniert es auch nur bei mir, wenn die Uhr über USB mit meinem Handy verbunden ist, weil ich ja die Karte nicht einlegen kann. Und ab und zu bricht leider mal die Verbindung über Bluetooth ab. Ich glaube, ich habe gerade USB gesagt, das ist natürlich Schwachsinn. Also über Bluetooth bricht leider manchmal die Verbindung ab. Und Kamera ist okay. Die Uhr ist auch vom Tragekomfort her in Ordnung. Und ich muss sagen, ich würde der Uhr jetzt keine 5 Sterne geben, wie es manche Leute machen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen man das tut. Vielleicht hat aber auch da wirklich alles funktioniert, was bei mir jetzt nicht funktioniert hat. Es gibt doch Leute, die geben der Uhr nur 1 Stern. Das würde ich auch nicht machen. Ich denke, so bei 3 Sternen liegt man ganz gut. Denn die Uhr hat einige Funktionen, die wirklich auch funktionieren und auch gut sind für den Preis. Das Telefonieren finde ich auch in Ordnung. Ist mal ein Gimmick, wenn man auch einfach mal so sprechen kann. Vielleicht habt ihr alle früher Knight Rider geguckt, wo Michael Knight Kid über seine Uhr ja angerufen hat. Und das kann man jetzt mit so einer Smartwatch auch machen. Finde ich ganz nett. Also natürlich fehlt das passende Auto dazu, aber man kann mit anderen Menschen kommunizieren über der Uhr. Finde ich eine nette Sache. Und für 17,50 Euro ist es mir den Spaß wert. Und deshalb trotz, sage ich mal, 3 Sterne oder vielleicht sogar einen 4. Stern, vergebe ich für die Uhr einen Daumen nach oben. Und wenn euch mein Video hier gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wer möchte, kann mir auch auf Facebook und Instagram folgen. Das habe ich euch unten auch in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf YouTube folgen. Dann seht ihr weitere Videos von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin!